Hallo und willkommen zurück zu Teil Nummer 19 meiner Megaserie über Musikproduktion. Heute zeige ich dir, wie du mit Reverb Tiefenstaffelung in deinen Mix bekommen kannst. Tiefenstaffelung geht nicht nur über Reverb, aber Reverb ist ein wichtiger Teil davon. Und wir gehen, wie immer bei mir, pragmatisch, schnell und zügig vor und verwenden nur einen Hall, und zwar den, der in Logic selber drin ist. Wenn du mit einer anderen DAW arbeitest, ist das auch kein Problem. Dann nimmst du einfach deinen Lieblingshall von dort und benutzt den. Also gleich zu Beginn, auch wenn es um Reverb geht und speziell wenn du Anfänger bist, verwende am besten einen Hall, der dir gut gefällt und nicht 20 verschiedene, das kostet dich nur Zeit. Okay, das erste, was ich machen möchte, ist, ich habe die Vocals ja schon mit Hall versehen, jetzt habe ich mich hier verhakt, okay. Ich habe die Vocals schon mit Hall versehen und zwar die Lead Vocals, die hörst du hier, da haben wir schon diesen schönen Sustain Hall drin. Damit haben wir die Vocals in die Tiefe gebracht. Allerdings klingt sie, wenn ich sie jetzt ohne Hall laufen lasse, das ist Bus Nummer 7, dann hörst du, dass es schon sehr trocken klingt. Maybe I could find a way. Und was mir jetzt fehlt, ist hier noch ein bisschen Ambience, um einfach einen künstlichen Raum zu schaffen oder einen künstlichen kleinen Raum zu schaffen, der ihre Stimme noch ein bisschen größer macht, um ihre Stimme ein bisschen nach vorne zu bringen. Und ich verwende dafür Logic's internes Chroma Verb. Das steht bei mir gerade ganz hoch im Kurs. Ich lade es auch hier direkt in den Kanalzug rein. Das ist ein Reverb, das Hall künstlich erzeugt. Mir gefällt aber der Klang dieser Halls sehr gut und der Klang dieses Plugins sehr gut. Und deswegen benutze ich es gerade sehr, sehr viel. Und wir werden nur mit diesem Hall-Plugin arbeiten jetzt. Was mir noch sehr gut gefällt an diesem Reverb ist, dass es nicht so viele Presets hat. Das ist sehr überschaubar. Und ich finde es einfach cool, wenn du in deinen Möglichkeiten limitiert bist, dann spielst du auch nicht so viel an unnötigen Sachen rum. Und das passiert beim Mixen oft. Viele Plugins, viele Spielzeuge, du spielst an allem rum, bekommst keinen Mix fertig, ja? Ich habe hier wenige Presets, von denen aus ich arbeiten kann. Ich wähle jetzt hier Vocal Ambience. Dadurch, dass das direkt im Kanalzug sitzt, drehe ich den Dry-Regler jetzt ganz hoch, den Red-Regler vielleicht noch ein bisschen runter und dann hören wir mal, wie dieses Reverb im Grundklang klingt. Ich lasse es jetzt solo laufen und dann stelle ich mir das ein. Ich mache auch hier kein großes Drama draus und rechne hier irgendwelche Hallzeiten aus, sondern ich verlasse mich ganz auf meine Ohren einfach und probiere das so hinzukriegen, dass wir einen schönen Vocal, eine schöne Vocal Ambience hier hinbekommen. I don't understand. And if I knew you like you know me, maybe I could find a way. But this disconnect is fatal. And I'm a foreigner gone astray, and you can take the New England lake you go to. I'll settle with the southern land, it's just happenstance. Wenn ich diesen Vocal Hall hier einschalte, diese Ambience eher, dann habe ich die Vocals ein bisschen größer machen. Und mit dem zweiten Reverb, das war hier der Space Designer, Bus Nummer 7, das wesentlich länger ist, hier 1,6 Sekunden fast, bringe ich die Vocals dazu, dass sie sich in der Tiefe mit dem Mix verbinden. Okay, wir können das jetzt hier nochmal machen, zum Beispiel die Percussion. Ich gehe auch wieder vor, gleicher pragmatischer Ansatz, Chroma Reverb. Ich suche mir jetzt hier einfach wieder ein Preset raus, bei den Percussion, Big Percussion Room klingt doch schon mal gut. Wir schalten die Drums und die Percussions solo oder vielleicht erstmal nur die Percussions. Und dann schaue ich, was ich hier noch anders machen möchte oder ob der passt jetzt hier. Zu lang jetzt. Okay, schalten wir mal ein und aus und dann wirst du den Unterschied schon merken. Und so passt das auch hier, verbinden sich die Percussion mit dem Mix in der Tiefe ein bisschen und auch mit den Drums, die einen anderen Hall haben von Addictive Drums selber. Sehr schön geht das bestimmt auch bei den akustischen Gitarren, die im Moment noch so ein bisschen trocken klingen, ja, wenn ich mal den Hall hier auslasse. Also du hörst auch nur den Raum, das ist ein sehr kleiner Raum, in dem sie aufgenommen worden sind und auch hier möchte ich sie noch ein kleines bisschen größer bekommen. Gut, wir holen uns auch wieder ein Reverb,
Chamber vielleicht, Guitar-Chamber. Ja, das sieht gut aus. Nochmal Fairs kurz. Sehr schön. Gefällt mir auch richtig gut, diese Halle. Du siehst, ich gehe zügig vor. Ich kann schon sein, dass ich nachher nochmal was nachstelle, aber ich will hier nicht keine Stunden verbringen. Ich finde, die Instrumente klingen wesentlich besser und der Mix hat ein bisschen mehr Tiefenstaffelung. Sie verbinden sich so ein bisschen miteinander, die Instrumente. Dennoch klingt das, wie wir jetzt gerade gehört haben, es klingt noch nicht so ganz hundertprozentig zusammen, weil die Instrumente sind in verschiedenen Räumen aufgenommen worden. Und deswegen zeige ich dir jetzt die Magie oder die Macht des Global Reverbs, das ich mal gelernt habe. Also Global Reverb, das heißt, ich nehme jetzt einen Reverb, ich suche mir einen Reverb raus, einen bestimmten Raum, eine bestimmte Halle oder was auch immer, in die ich alle Instrumente reinsetzen möchte, sodass jedes wichtige Instrument noch einen gewissen Anteil von diesem Global Reverb bekommt. Ja? Und somit kann ich die Instrumente insgesamt noch ein bisschen besser zu verbinden und du wirst sehen, wie großartig das funktioniert gleich. Schau mal, wir gehen jetzt hier, habe ich mir schon rausgesucht, einen Big Room. Das ist auch wieder ein Preset hier. Big Room, einfach von einem Chroma Reverb. Ich bin jetzt hier in dem Fall auf 100% Wet gegangen. Haben einen Decay von 1,6 Sekunden eingestellt und jetzt bekommt jedes wichtige Instrument ein kleines bisschen von diesem Big Room. Also ich habe diese ganze Band jetzt in einen großen Raum gestellt. Und du siehst es hier, das ist Bus 10. Das siehst du hier. Und wenn ich jetzt dieses Reverb reinfahre, dann wirst du hören, wie wunderbar sich die einzelnen Elemente noch ein bisschen mehr verbinden und zusammenrücken. Once I borrowed from also du hörst natürlich, ich habe es jetzt komplett für alle reingedreht. Bei den Pads möchte ich es nicht, oder ja, lassen wir es vielleicht mal drin und ganz wenig. Ich muss jetzt natürlich noch kurz einstellen. Ich möchte nicht den gleichen Anteil an jedes Instrument geben. Also die Pads, die sind ja schon sehr verhallt. Die brauchen jetzt nicht noch mehr Hall. Die Slide-Gitarre vielleicht mehr. Der Bass, ja, da werden sich manche wundern. Aber ein kleines bisschen gebe ich auch immer noch dem Bass. Das verbindet den einen einfach auch besser im Mix. Und auch für die Akkus vielleicht ein bisschen mehr. Ich stelle mal kurz nach und dann machen wir nochmal den direkten Vergleich. Konntest du es hören? Ich hoffe es. Wie der Mix zusammenrückt, wenn ich die Instrumente alle in einen gleichen Raum stelle oder ihnen zumindest den gleichen Anteil so ein bisschen gebe. Dieses Global Reverb ist Part von meinem Mixing-System, das ich fast immer anwende. Und wenn du dich für dieses Mixing-System interessierst, das habe ich dir in einem PDF zusammengestellt. Da erkläre ich dir in 10 einfachen Schritten, wie du zum hoffentlich perfekten Mix kommst. Das kannst du dir runterladen, habe ich dir im ersten Kommentar angepinnt. Speedmixing, schnell und zügig zum Ergebnis oder zu besseren Ergebnis und ohne sich in Details zu verheddern beim Mix kommen. Unten im ersten Kommentar habe ich es angepinnt, kannst du dir das runterladen. Jetzt interessiert mich natürlich deine Meinung, wie arbeitest du mit Reverb? Ist das hier dir jetzt viel zu pragmatisch und du sagst, aber ich benutze schon lieber andere Reverbs und mache da viel länger rum und so ein globales Reverb finde ich auch komisch, das auf alle Instrumente zu geben, das begeistert mich nicht so. Deine Meinung interessiert mich, schreib es mal bitte unten in die Kommentare, das würde mich sehr freuen. Und mich würde auch sehr freuen, wenn du dieses Video mit jemandem teilst, dem es auch weiterhelfen könnte. Ansonsten hoffe ich, dass ich dich morgen wieder sehe bei Teil Nummer 20. Viele Grüße aus Alicante, wir sehen uns und bis dann.